Hallo und herzlich willkommen zurück in der Box. Natürlich bei Cube Escape Collection. Wir spielen Harvest Box. Stand letztes Mal beim Domino ein bisschen auf dem Schlauch. Aber Musikrätsel haben wir zumindest geschafft. Ja, ist okay. Was ist denn das Domino-Rätsel? Ich würde gerne nochmal das Domino-Rätsel anpacken. Und mal schauen, ob wir es diesmal hinbekommen. Also ich fange jetzt mal hier mit an. Und wir hatten es schon mal, da war es gar nicht schlecht. Wir machen so weiter. So, was haben wir noch? Drei haben wir sonst eigentlich nichts mehr, ne? So, wir haben sonst nichts mehr. Dann nehmen wir jetzt hier die drei, die wir haben. Dann haben wir eine 5 hier und eine 5 mit einer 1. Eine 5 hier und eine 5 mit einer 1. Wie machen wir denn weiter? Nehmen wir das. Die 3 hatten wir da noch nicht, glaube ich. Die 3 hatten wir da noch nicht. So, jetzt gehen uns die Möglichkeiten aus. Also gehen wir so weiter. So, jetzt haben wir was für Möglichkeiten. Entschuldigung. Etwas müde. Mit wem machen wir weiter? Machen wir jetzt so weiter oder machen wir so weiter? Wir machen jetzt einfach mal so weiter. Keine Möglichkeiten mehr hier lang. Jetzt haben wir aber wieder Möglichkeiten. Aber hier ist eine 6 noch. Und jetzt haben wir nur noch 3 Felder. Also eins von den beiden ist... Ja, ich nehme an, das hier ist senkrecht. Außer, nee, wir haben hier nur 1. Dann gehen wir doch glatt mal hier weiter. Aber wir haben hier 3 Möglichkeiten. Hier, hier und hier jeweils 3 Möglichkeiten. Hier aber mit der 2 nur noch eine. Okay, dann hätte sich das geklärt. Dann hätte sich das geklärt. So, jetzt haben wir hier noch 2 Möglichkeiten. Wir haben aber keine 1 mehr. Aber es sieht jetzt sehr gut aus, muss ich sagen. Sehr gut sieht es aus. Jetzt können wir vielleicht auch ein bisschen mehr rumprobieren. Achso, hier brauchen wir auf jeden Fall ein senkrechtes. Das ist schon mal gut. Und wir können aber die 1 oder die 4 nehmen. Testen wir es so. Ne, das funktioniert nicht. Okay. Dann nehmen wir doch einfach die 4 und die 5. Hier ist eine 1. Hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Papier. Das Rätsel haben wir auch noch. Ich weiß jetzt schon, dass das wir irgendwas ins Glas tun und wie die dastehen müssen. Zigarre beim Fisch. Ah, jetzt, was soll ich nicht? Ich habe sie dabei. Zigarre beim Fisch. Komm du mal hier hin. Und das linke Bein geht übers rechte. So. Der Fisch ist schon mal. So, der Arm so. Der Arm so. Und jetzt irgendwas hier rein. Nie. Oh Gott, das ist ja Sudoku, oder? Ist das Sudoku? Also nie 3 in einer Reihe.
Die hier sind fest. Nie drei in einer Reihe. Dann machen wir hier eine Fliege. Hier eine Fliege. Dass die Reihe passt. Hier könnt ihr eine Fliege machen. Hier nicht. Also ich würde sagen, die Reihe ist, geht klar und sonst noch keine. Da die da ist, müssen wir hier eine Fliege draus machen. Und da das hier ist, würde ich auch noch hier eine Fliege draus machen. Und damit die drei nicht nacheinander sind, können wir entweder hier eine Fliege machen, hier eine Fliege machen. Hier. Dann machen wir hier eine. Hier. Jetzt, hier haben wir noch. Es dürfen nie drei in einer Reihe, oder? Every row in column 3. Die muss da bleiben, dann geht die weg. 3, 3. Hier müssen wir noch eine machen. Dürfen wir nicht. Hier dürfen wir. Hier. Drei Maden, drei Fliegen. Drei Maden, drei Fliegen. Drei Maden, drei Fliegen. Drei Fliegen, drei Maden. Drei Maden, drei Fliegen. Drei Maden, drei Fliegen. Und hier fehlt noch. Achso, die ist fest. Achso, hier fehlt noch. Drei Maden, drei Fliegen, drei Fliegen, vier Fliegen. Sind hier auch wieder vier? Habe ich. Und vier. Drei Maden, drei Fliegen. So, hier ist drei Maden, hier. Vier Fliegen hier. Müssen ja irgendwo zwei Fliegen sein, oder nicht? Oder vier? So. 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 Also waagerecht wären. Achso, hier sind drei nacheinander. Dann wären hier auch wieder drei. Okay, Verwirrung. Boah, die, ey, die Cube Escape Games, die haben es halt schon in sich so. Also ich finde wirklich, die haben es in sich. Ihr könnt mal sagen, was ihr denkt, aber ich finde, dass die wirklich schwer sind. Dann
geht das. Jetzt haben wir hier 3. Aber jetzt fehlt uns hier eine Fliege. Und wo haben wir jetzt 4? Hier haben wir viel zu viele. Ne, hier haben wir 4. Wenn wir das zur Fliege machen. Wie geht man denn bei sowas am besten vor? Hat da jemand einen Plan? Kennt sich da jemand aus mit? Also ich habe auch noch nie Sudoku gespielt, wo wir wieder bei... Ich habe noch nie wer. Hier haben wir ja eh schon 3. Hier darf gar nichts mehr. Hier darf. Hier darf. Was ist, wenn wir die wegmachen, dafür die? Dann haben wir hier auch nichts aufeinander. Hier haben wir schon eine Fliege, das ist fest. Und jetzt fehlt uns in der Reihe noch eine Fliege. Okay. Wir haben Leucht... Das waren Leuchtkäfer? Hä? Das sind doch Fliegen. Okay, wir haben 3 Leuchtkäfer. Machen wir den. Da ist wieder irgend so ein Ding. Verschlossen. Wie auch immer das gehen soll, aber... Okay, so geht's nicht. So, wer zündet uns das Streichholz an? Hallo. Komm mal her. Nee, die Leuchtkäfer will sie nicht. Ein Löffel ins Glas. Dominospiel haben wir. Was macht die Taube? Macht irgendwelche Noten? So, können wir die jetzt nochmal klicken, dann fotografiere ich jetzt einfach jede Note. Habe ich jetzt 4 Fotos gemacht. Okay, das war jetzt super verwirrend, was ich da für Fotos gemacht habe. Ach, manchmal.
Eins nach dem anderen. Aber ich weiß gar nicht, wo können wir denn diese Klänge machen, die sie von sich gibt. Oh Gott, ich bin nicht vorbereitet. So. Geh weg. Das ist aber andersrum. Die erste Note, die wir machen müssten. Okay, wir haben wieder irgendwas. Ah, jetzt können wir die Melodie spielen. Je nachdem, wie viel im was im Glas drin ist. So, leer. Die. Das ist die dritte. Die zweite. Also. Das. Scheiße. So. Soweit. Hallo Taube. Eine Feder. Können wir mit der Feder was machen? Anzünden. Seil anzünden. Haben wir noch was? Wir haben noch Leuchtkäfer. Ich will da einen Screenshot gerade von machen. Okay. Wir haben fast alles geschafft. Cool, ich mache mal wieder ein bisschen leise. Ja, das Domino-Spiel hat uns aufgehalten. Ja, ich bin nicht sehr musikalisch. Ich mag Musik, aber bin selbst nicht sehr musikalisch. Und ansonsten, oh, es hat geklingelt. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Game wieder. Bis dahin, macht's gut.